ist wieder da. Nein, nicht Gouvernator Arnold, sondern der Romanheld von Robert E. Howard. TDKs Action-Adventure erzählt die Geschichte von Conan, der gemäß der Buchvorlage nach einer langen Reise sein Heimatdorf zerstört auffindet. Klar, dass ein ganzer Kerl wie Conan da Rache schwört. Um die Mörder seiner Familie zu finden, begibt er sich auf eine 4000 Kilometer lange Reise, auf der er unbewohnte Dörfer findet und auf ungewöhnliche Gegner trifft. Unter den Anhängern eines mysteriösen Kults findet er letztlich die Raubmörder und zieht sie zur Verantwortung. Das Spiel wird zu rund 30% aus Rätselelementen bestehen. In den anderen 70% ist der Spieler damit beschäftigt, die über 40 Gegnertypen mit seinen Keulen, Schwertern und Äxten zu beeindrucken. Dazu stehen ihm zahllose Schlagtechniken zur Auswahl, die er abhängig von der jeweiligen Waffe und dem aktuellen Gegnertyp mittels einfacher Tastenkombinationen auswählen kann. So gewappnet hat Conan beste Chancen, sich im Januar in der aktuellen Flut der Schwerkampfspiele behaupten zu können. Something to eat? A meal never does any harm. Hey, what's this? You've made the wrong decision, haven't you? You still have a lot to learn. Perhaps if I broke your arm, you would remember it for a lifetime. But you're lucky it's me you have bumped I'm into. I'm just filling in for my neighbor.